Herzlich willkommen zum Podcast Das Mindset der Champions. Ich bin dein Gastgeber Tobias Kunert und hier tauchen wir gemeinsam in die faszinierende Welt des Unterbewusstseins ein. In jeder Folge erwarten dich inspirierende Menschen mit spannenden Lebensgeschichten und wertvollen Einsichten. Gepaart mit einer guten Prise Humor erforschst du mit uns die Geheimnisse des Erfolgs. Lass uns gemeinsam unser Potenzial freilegen. Lass uns gemeinsam lernen und wachsen. Das Mindset der Champions. Folge 75. Das Leben eines DJs. Freunde, Servus. Ich sitze im Tonstudio und bei mir sitzt ein wundervoller Gast. Er ist Papa von zwei wundervollen Söhnen, verheiratet. Er ist DJ. Außerdem hat er, und jetzt kommt's, Freunde, eine AC/DC-Coverband, The Check, und singt wirklich mit so einer richtig krassen Stimme. Und er schreibt Musik und Lieder. Hier ist DJ Sunny. Servus, schön, dass du da bist. Servus, danke schön für die Einladung. Grüß dich. Du hast ja beim Reden schon so eine geile Stimme. Ich dachte am Anfang, du heißt DJ Sunny und das ist einfach nur so geschrieben. Wie entsteht denn das Wort Sunny? Also Sunny ist wirklich der Spitzname. Der Nachname ist Sunjo, kommt aus dem Kroatischen. Und wahrscheinlich einfach nur die Abkürzung Sunny, Spitzname, seit der Grundschule geblieben, fertig. Ja, cool. Also das heißt, du kommst aus Kroatien, oder? Ich komme aus Kroatien. Und weil du vorher gesagt hast, wegen DJ, ich brauchte einen DJ-Namen, jetzt machst du entweder Michael oder Sepp oder wie auch immer. Nein, dann haben wir einfach das Sunny genommen und DJ vorne reingesetzt und dann gibt es auch nur einen in ganz Deutschland. Ja. Und bist du in Deutschland geboren oder in Kroatien? Ich bin in Kroatien geboren und mit 3,5 Jahren nach Deutschland gekommen. Kroatien? In Požega, Slavonska Požega, gibt es leider nicht mehr. Das war damals noch in Jugoslawien, in Kroatien. Und da hieß es Slavonska Požega, weil in Serbien gab es ein Požega. Mhm. Und seit es das jetzt nicht mehr gibt, das Jugoslawien, sondern jeder Staat für sich selber ist, haben die in Kroatien meine Geburtsstadt weggemacht und haben das Slavonska, was St. Anton, ne? Also nur noch Anton, so heißt es nur noch Požega, fertig. Okay. Und jetzt gibt es ein Požega in Serbien und eins in Kroatien. Das ist ja, wenn jetzt ein Geburtshoroskop erstellen lassen will, wird es im Nachhinein schwer, oder? Das hatten wir kürzlich mal hier im Podcast. Echt? Ja. Ich hatte das Problem, als ich meinen Pass verlängern wollte. Ja. Und dann musste die, das heißt Domovnica, du musst es rauslassen, wo bist du geboren, wo gehörst du hin und Schnickschnack. Also das ist so ein Zertifikat. Und weil ja in meinem Pass drin steht, Slavonska Požega, und es jetzt aber eins in Serbien gibt, wurde das eingereicht und dann zahlst du 100 Euro, damit das dann halt alles seine Richtigkeit hat. Und dann kommt das Schriftstück zurück und dann bist du dann irgendwann mal mit 48 Jahren Serbe, obwohl du bis dahin Kroate warst, weil das ja einfach Požega drin stand. Ja, krass. Diese Verwechslung kann passieren. Was es alles gibt, oder? Ja. Wir haben uns kennengelernt, dass Sunny und ich bei Martins Geburtstag, das ist so ziemlich genau ein Jahr her, der müsst bald wieder haben. Heieiei, ich vergesse immer den genauen Tag, muss ich nachschauen. Und da haben wir letztes Jahr einen Ausflug gemacht im Partybus. So ein, das war geil. So eine Disco in einem ganz normalen Bus, wie früher halt mal so ein Linienbus war. Außen ganz pink angestrichen, gell, und drin dann Musik. Und da hast du aufgelegt, oder? Genau. Ja, genau. Und dann haben wir uns kennengelernt und irgendwie haben wir, jedes Mal, wenn wir dann so ein bisschen miteinander gesprochen haben, haben wir gesagt, irgendwas entsteht da noch. Immer lauter geile Menschen, tolle Party. Also jeder hat in seiner Richtung irgendwas Besonderes gehabt. Egal, wer da eingestiegen ist in den Bus, egal ob groß, klein, dick, dünn. Ja. Also das war für mich so faszinierend. Es waren ja nicht so viele, es waren ja 45 Leute, 50 Leute, mehr waren es nicht. Aber jeder hatte irgendwie was Besonderes. Ja, und du hast in diesem Bus eingeheizt. Ich habe am Anfang immer gedacht, oh Gott, wie will man denn in einem Bus Party machen? Bin ich reingelaufen und habe schon gewusst, wie. Dann haben wir noch Karaoke gesungen im Bus. Das war so der Hammer, ja. Wow, war ein richtig cooler Tag.
Ja, und dann hat mir der Martin immer wieder erzählt vom Sonny. Und dann habe ich mal ein Video gesehen, wie du beim Schwörmontag auf der Bühne stehst und abreißt. Also wirklich abreißt. Hat der Martin und der Cena nicht sogar extra noch ein Lied dafür geschrieben? Das war dann ein Jahr später, also das Jahr vorher, da war ich auf dem Münsterplatz. Ja. Das war jetzt vor 2 Jahren. Und letztes Jahr war ich gegenüber vom Wildermann. Da sind es dann keine 18.000, sondern bloß noch 5.000 Leute in den Straße, in den Gasse. Und weil ja dann das Lied fertig war, just zu dem Moment, glaube sonntags war er fertig und am Montag hat er dann zugeschickt und sagt, ja, müssen wir dann gleich irgendwie einbauen. Und haben wir dann gleich offiziell den Montag mit dem Schwimmmontagssong von Martin. Ja. Das war geil. Ja. Ist schon krass, oder? Da heizt so riesen Menschenmassen ein. Und jetzt haben wir aber gerade kurz vor dem Podcast noch gesprochen. Und dann sagst du, du hast auch schon eine Feier gehabt mit 18 Leuten, wo alles abgegangen ist. Das ist dann auch einfach die Kunst, gell? Dass du das ist ja nicht anders wie jetzt bei einem Speaker zum Beispiel. Ich muss ja auch vor 18 Leuten, müsste ich auch gleich sprechen wie vor Tausenden. Ja, der Witz ist ja eigentlich nur, wenn die Leute wollen, dann kriegen sie es. Und sind es 18, die wollen, dann kriegen die 18. Sind es 18.000, die wollen, dann kriegen sie 18.000. Und wenn es 100 sind, die nicht wollen, dann schaffe ich das nicht. Dann geht's halt nicht. Ja, genau. Ja, genau. Okay, das ist ja spannend. Ich glaube, dass es schon viele Leute gibt, oder ich glaube, dass es da draußen schon Leute gibt, die unglaublich gerne Musik hören, vielleicht Musik auflegen und so den Traum haben, DJ, vielleicht nur DJ zu sein. Das war ja, also bei mir war das in meinem Beruf auch nicht. Ich habe auch nicht gedacht, boah, kann ich mal von Hypnose leben? Ich wollte es einfach nur machen, weil es mich fasziniert hat. Und so war es ja bei dir auch gerade so ein bisschen, hast du erzählt. Wie beginnt denn dein Weg? Wann bist du überhaupt aufs Auflegen gekommen und wie ist dein Weg so vorangegangen? Erzähl mal. Also, dass ich wirklich DJ bin, glaube ich gar nicht wirklich selber. Ich habe halt schon immer Spaß an Musik gehabt und habe Musik gemacht. Hab Akkordeon gespielt, Bass gespielt in der Band. Und dann gab es eine Kneipe bei uns. Da sind wir in jungen Jahren immer hingegangen, mit 16. Da hat dann einer aufgelegt, also nicht groß, lass 80 Leute sein, die da reinpassen. Und da war die Theke und hinter der Theke war dann dieser DJ. Und ich war vor der Theke. Und dann hatte er irgendwann mal keine Zeit und hat gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Habe ich noch nie gemacht, sowas. Ja, da hast du 100.000 Schallplatten, alles noch mit Schallplatten damals. Es ist alles da, du musst ja nur da sein. Sei okay. Dann haben wir hochgerechnet, wenn ich da hingehe, brauche ich 50 Mark an dem Abend, bis du ein bisschen was gegessen hast, was getrunken hast. Und wenn du jetzt hinterher stehst, dann kriegst du Essen und Trinken umsonst und kriegst noch 60 Mark mit heim. Die kannst du dann woanders ausgeben. Und es war dann halt einmal probiert. Dann 3 Mal gemacht und beim 4. Mal war es schon so, dass Leute dann einen Schnaps ausgeben haben. Die haben dann was spendiert und das habe ich gar nicht kapiert. Warum zahlen die mir einen Schnaps? Ich kriege da alles umsonst. Ich trinke jetzt nicht großartig so. Schnaps. Aber die, ich kriege es ja eh zahlt. Also wenn ich jetzt 5 Schnaps trinken wollte, hätte ich sie zahlt gekriegt. Mhm. Und die sagen, nein, du hast mich jetzt so vorgemacht mit dem Lied und ich lade dich jetzt ein. Geil. Und das war so der erste Moment, wo du dann denkt hast, du berührst die Leute, du triffst sie, du kommst dahin. Mhm. Ob das jetzt DJ ist oder nicht, das weiß ich heute noch nicht. Ich habe halt Musik aufgelegt und wahrscheinlich zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Lied. Wahrscheinlich ist es. Ja, oder? Das muss ja in dem Moment schon spüren oder ein Feingefühl haben. Was kommt jetzt als nächstes? Du kannst ja nicht ein Vollgaslied nach dem anderen laufen lassen, oder? Du kannst aber auch nicht nur zu ruhig oder so. Da muss man schon ein Gespür haben, oder? Sonst verlierst du die Leute. Also ich habe dann nach dieser Kneipe tatsächlich beworben im Apfelbaum. Vielleicht bekannt, Apfelbaum, Pflaumerbaum, sowas gibt's. Und da bin ich dann hingegangen und habe mich beworben und gesagt, ja, ich bin eigentlich kein richtiger DJ, aber ich kenne mich mit der Musik ein bisschen aus. Und dann sagte er, oh gut, dass du da bist, ich muss kurz aufs Klo. Da ist ein Lied drin, dann, wenn ich zurückkomme, schwätzen wir weiter. Der haut ab, ich mache das nächste Lied rein, denke mir, verdammt, der kommt ja gar nicht. Dann habe ich das zweite Lied, das dritte Lied, das vierte Lied reingetan. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, du bist eingestellt. Ach. Und so bin ich dann eigentlich da reingewachsen als
Dann war ich offiziell DJ. Also das andere vorher war ja nur in der Kneipe Musik auflegen. Und das war dann wohl DJ. Ja, also das Leben hat dich geführt. Ja. Oder wenn man zurückschaut. Ja. Da gibt es ja immer so einen roten Faden. Ja. Ja. Also okay, dann warst du DJ. Und dann einfach nur in diesem Apfelbaum? Eigentlich nur in diesem Apfelbaum. In Kempten gab es auch mal einen Apfelbaum. Du warst aber nicht in Kempten. Nee. Ich war aber, ob ich da jetzt drauf komme, irgendwo in der Nähe war irgend so ein Zentrum und da habe ich dann auch mal Auskäufe gehabt. Mhm. Aber füllt mir jetzt nicht gleich ein, vielleicht nachher noch. Parallel dazu hat dann ein Kumpel gesagt, komm, mach doch an meinem Geburtstag draußen im Garten einfach ein bisschen Musik. Und weil ich ja noch keine Ausrüstung gehabt habe, habe ich von meiner Band quasi die Anlage hingestellt und mit zwei ganz normalen CD-Player, wie man sie noch früher kennt, draufdrücke, Einleger, CD. Und mit so zwei habe ich dann halt Musik gemacht. Dann habe ich 5 Termine dazu gekriegt und von den Terminen ging es eigentlich dann los, dass ich dann so ein fahrender DJ geworden bin, der Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfestler, Après-Partys, Ü30-Partys, einfach alles macht. So ging es los. Geil. Und du hast aber nach der Schule hast du eine ganz normale Arbeit ausgeübt, oder? Da habe ich ganz normal geschafft, habe auch ganz normal nur die Band gehabt. Habe das halt nebenher gemacht und habe dann auch noch eine zweite Band gehabt, weil bei der ersten Band war es so, dass wir zu 5 waren, dann 2 neue Leute dazugekommen sind, also eine neue Sängerin noch, also Erweiterung und noch ein Sänger, der Saxophon spielen kann und dann einfach noch mehr kann wie die Grundbesetzung zu 5. Und ausgerechnet die 2 neue, die haben dann nach einem Jahr gesagt, das wird denen zu viel. Und dann sind wir hergegangen, weil ja der Stamm mit den 5 Leuten, also mit den 4 Leuten im Prinzip, der Grundstamm, Schlagzeug, Bass, Gitarre und Keyboard, die waren dann in beide Bands und wir haben dann das eine mit denen, mit der Urband gemacht, damit die nicht so viel machen müssen und der Rest haben wir dann mit der anderen Band gemacht. Das war dann die Axel Schweiß Band. Das war dann zu Zeiten von Dieter Thomas Kuhn, im Prinzip ja auch so ähnlich, wobei es bei uns noch ein bisschen extremer war mit Schabernack. Also Dieter Thomas Kuhn war ja ernsthafter Künstler, der ja auch gesagt hat, eigentlich sind das meine Songs und die anderen haben das ja eigentlich von mir geklaut und spielen meine Songs nach. Die Grundidee, um diese Party mit dem Schlager zu haben. Und bei uns war im Prinzip genau das Gleiche, plus noch Gimmicks und Gags noch mit dazu. Zum Beispiel bei uns war nicht nur die Songs, die man von Dieter Thomas Kuhn kennt, die er dann ganz Deutschland kennt hat, sondern wir hatten zum Beispiel auch Michael Jackson. Also lauter so Gags mit Künstlern, wo wir gesagt haben, das Original stammt eigentlich von uns und der Michael Jackson hat es dann für die Welt auf Englisch dann gesungen oder so. War ja auch so, oder? War ja auch so. Ja, ja. Also zu der Zeit war das so. Ja, also ich sehe hier in ganz ehrliche Augen. Ja. Haben wir wieder was gelernt. Jo. Okay, und wann kam dann der Sprung so ins, ich mache das jetzt beruflich? Also mit der Band war das vorher nie beruflich, das war immer, weil ja jeder seinen Beruf hatte, wirklich nebenher, semi-professionell. Bei mir war es dann so, dass ich 2005 hauptberuflich DJ wurde. Wichtige Frage, hat es währenddessen schon Frauen und Kinder? Ja. 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 Das ist jetzt einfach wichtiger für die Perspektive, wenn jemand da draußen gerade diesen Weg gehen will, weißt du? Das macht so einen Unterschied. Weil viele, also ganz oft ist es so, wenn man in seiner Komfortzone sitzt, belügt man sich unterbewusst, um sich selber zu schützen, ja? Und sagt sich zum Beispiel, ja gut, ich habe jetzt ja Frau und Kinder, das wäre jetzt was anderes, wenn ich nur jung wäre oder wenn ich kein Risiko hätte. Das gibt einem das Gefühl, okay, du musst nicht handeln. Ja, das passiert ganz automatisch unterbewusst. Und deswegen finde ich es in solchen Situationen immer spannend. Also, ein Mann mit, waren beide Kinder schon auf der Welt, oder? Beide, ja. Ja. Was hat deine Frau in dem Moment gesagt? Wo ich dann DJ war, oder? Ja. Das war ja auch Zufall, weil ich habe ja bis dahin ganz normal gearbeitet und habe nebenher Musik gemacht. Also ein Nebengewerbe gehabt und dann ging die Firma Konkurs. Ich musste mich beim Arbeitsamt melden.
dann wurde aus Nebengewerbe automatisch Hauptgewerbe. Und das heißt, es waren 30 Minuten zwischen alles gut, super Job, 35 Stunden der Woche, nebenher Musik, geil, zu 30 Minuten später war ich dann hauptberuflich DJ, ohne einen anderen normalen Job, wo du abgesichert bist, wo alles, ne, dann bist du selbstständig und machst mal alles mal von neu. Also du wolltest die arbeitslos melden und die Frau im Arbeitsamt hat gesagt, du bist gar nicht arbeitslos. Genau. Aus dem Nebengewerbe wird in Deutschland ein Hauptgewerbe. Dann bist du im Arbeitsamt DJ geworden. Genau. Ja, krass. Und dann eine halbe Stunde später, als ich heimkam, dann musst du sagen, und? Was ist jetzt? Darfst du mir gratulieren? Jetzt bin ich DJ. Mit allen Konsequenzen. Mein Vorteil war, dass ich ja Equipment hatte, Auto hatte, dass eigentlich der Grundstock ja vorher schon gelegt war, weil es im Nebengewerbe ja alles funktioniert hat. Ich war da schon sehr gut gebucht, von den 52 Wochenende, die es gibt, nahezu ausgebucht. Deswegen war das ja eigentlich der Schritt in dem Moment sehr leicht. Aber ich hätte ihn selber ja nie gewagt, so ein Risiko zu gehen. Wir haben gerade frisch gebaut gehabt, dann das zweite Kind klein, der Kleine gerade mal so. Also war schon ein bisschen seltsam, ein bisschen komisch. Und dann hat man halt gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein Jahr und man schaut weiter. Und jetzt Jahr für Jahr schaut man weiter und macht halt nochmal ein Jahr. Das 19. Jahr jetzt, oder? Eigentlich, warte mal, ja. Ja, leck. Ja, und die Schwierigkeit ist ja, wenn du gefragt hast, Ausstieg oder mal was anderes oder denk mal an deine Zukunft, denk mal an Rente. Meine Rente habe ich keine. Also ich muss ja eher weitermachen, wie sie umfallen auf der Bühne. Bleibt mir das erspart, sich da Gedanken zu machen. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte was anderes noch tun, muss ich ja 2 Jahre im Voraus wissen. Also ich müsste jetzt 24 wissen, dass ich 26 im September nichts mehr annehme. Weil dann mache ich ja dann das und das. Boah. Soweit kann ich nicht vorausschauen. Das heißt, ich muss es jetzt einfach so lange machen, solange es funktioniert, solange es geht. Nehme alles gerne mit. Und wenn es dann mal ein Punkt ist, wo ich es dann körperlich nicht mehr machen könnte, was ja nachher passieren kann beim Heimfahren, dann ist so und dann muss ich gucken, wie es dann weitergeht. Das heißt, du bist an allen Wochenenden unterwegs, oder? Also ich habe jetzt momentan noch 2 Samstage im November und 2 im Dezember frei. Der Rest ist ausgebucht. Ja. Es ist aber auch so, dass nicht immer beide Tage ausgebucht sind. Also kann es dann schon sein, du hast einen Samstag und der Freitag ist noch frei. Ja. Aber reserviert ist, also das heißt, in den vergangenen 19 Jahren musste deine Familie schon immer am Wochenende quasi auf dich verzichten. Komplett. Ja. Seit dem ersten Tag der Selbstständigkeit. Aber auch davor schon. Also bei uns war das normal. Meine Frau schafft im Kindergarten. Die schafft von Montag bis Donnerstag. Und Freitag und Samstag schafft der Sonny als DJ, Musiker oder whatever. Und dann war ich auch daheim mit den Kindern. In den Kindergarten bringen und heimbringen. Und die beste Story, als dann im Kindergarten mein Großer gefragt wurde, also in der Runde dann im Kindergarten, was macht dein Papi so? Ja, der ist in der Werkstatt und der macht das und das. Ja, und deiner? Ja, der ist im Büro und sitzt am Computer und macht das und das. Ja, und deiner? Ja, der schläft auf dem Sofa. Und das war dann wohl das Bild, das sich dann bei ihm einprägt hat. Wenn du Freitag, Samstag Musik machst, dann liegst du auf dem Sofa und bist zuerst mal K.O. Sonntag sowieso dann. Und deswegen war das für uns dann das Leben, das andere am Wochenende führt, haben wir dann versucht, von Montag bis Donnerstag irgendwo unterzukriegen. Gibt es ja ganz gute Systeme. Was eigentlich schade ist, wenn du am Freitag, Samstag nicht mit den Kindern fortgehen kannst und machen kannst oder so. Aber wenn die Kinder ein Einser oder Zweier in der Schule mit heimbringen, können die am Dienstag sagen, wo wir hingehen zum Essen. Und dann lade nicht ich ein, sondern das Kind lädt ein, weil der hat ja einen Zweier oder einen Einser mit heimgebracht. Und dann kann der sagen, wo es hingeht. Und heute lädt der ein und nächste Woche lädt er ein. Und dann können die ihren
Kalender abarbeiten. Und das hat eigentlich immer super funktioniert. Also wir haben immer versucht, den Ausgleich auch gleich zu machen. Nicht zu sagen, wir schieben das auf in 3 Monaten machen wir mal ein verlängertes Wochenende oder so. Sondern wir haben immer versucht, das in einer Woche ja wieder zu kompensieren. Ja, okay. Dann funktioniert es besser. Jetzt spiele dem Hörer mal was vor aus deiner Band The Check. Du findest es übrigens auch auf Spotify. Und zwar, was gibt man da ein, Sunny? Also Bandname The Check. Das Problem ist nur, dass The Check auch von AC/DC gibt. Und The Check gibt es, glaube ich, 1000 Mal. Man muss dann auch immer den Song mit eingeben. The Check ist die Band. Ja. Und The Check is Back in Town ist ein Song. The Check Burn Them Down ist ein Song. Oder Hold On ist ein Song. Oder Stop, Don't Call Back. Also gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Ja. Aber die Schwierigkeit, wenn man nur The Check eingibt, dann gibt es sehr viele, viele, viele andere Treffer. Ja, da steht The Check, Matze, Sunny. Genau. Genau. Ich spiele mal was vor, Freunde. Taking a ride, the search for the gun and you found. Nothing to lose, nothing to give. It's time to make a stand. A sweet desire to rescue me, to give a fool a chance. Say hey, hey, hey. What a hell. Yeah. What the hell is going on? The Jag is back in town, yeah. Das ist ja abartig. Wie kann man denn so, also was hat deine Musiklehrerin beim ersten Vorsingen gesagt? Also ich habe tatsächlich versucht, mal Gesangsunterricht zu nehmen. Und der Gesangslehrer hat gesagt, wenn du, oder andersrum gesagt, wenn du alles falsch machst, dann kannst du AC/DC singen. Also wenn du, ja, wenn du alles richtig machen würdest, würdest du die Stimme so nicht hinkriegen. Mhm. Und deswegen bin ich auch der Meinung, ich bin kein Sänger. Ich bin, ich performe, ich versuche eine Stimme nachzumachen. Und das gelingt mir eigentlich mit den Jahren immer besser. Am Anfang war es natürlich schwierig, einen ganzen 4-Minuten-Song oder 5-Minuten-Song überhaupt durchzuhalten. Ja. Und dann, also in der ganz alten Band, hat man dann halt 2, 3 Songs von AC/DC, das kriegst du dann immer unter. Und jetzt in der AC/DC Coverband musst du dann halt doch 24 Songs, 25 singen. Und dann geht es eigentlich schon ans Eingemachte. Und das geht dann nur mit Übung. Also ich, ja, muss zweimal in der Woche muss ich selber zu Hause schreien und überblasen, sage ich immer, überdrücken. Wo meine Mutter dann immer meint, sind wieder Katze unterwegs und die jaulet sich zu Tode. Seine Mama, alles gut, ich übe. Aber es ist so. Ja, krass. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oder du kannst ja da nicht einfach heiser werden. Oder was ist, wenn 2 Tage hintereinander einen Auftritt hast? Also das Schlimmste war mal tatsächlich 3 Tage. Und dann morgens wirklich am 3. Tag. Da geht es an die Substanz, 2 Tage geht. Mhm. Da kann man sich am 1. Tag, ich will nicht sagen, mir versucht immer 100% zu geben. Mhm. Oder vielleicht auch den Funke über die 100% drüber hinaus. Aber man kann sich dann so einteilen, dass man dann sagt, morgen muss ja auch nochmal funktionieren. Mhm. Und vor 2 Tagen habe ich keine Angst. Vor 3 Tagen brauche ich nicht mehr. Also muss nicht sein. Wenn es dann so wäre, dann ist es halt so. Aber ja. Ich habe da mal eine lustige Geschichte erlebt. Ich war ja auch mal Musiker und hatte eine Band. Und da war ein Festival und wir haben an einem Freitag spielt und waren so gut, dass der Typ dann meinte, hey, könntest du Samstag auch noch kurzfristig spielen? Und da hat dann
Ohrenfeind als Hauptband gespielt. Wow, geil. Und Ohrenfeind ist, also für die, die es nicht kennen, die haben auch mit AC/DC Cover angefangen und machen in diesem Style jetzt aber Lieder auf Deutsch so. Hamburg, St. Pauli, und ich war ein totaler Fan von denen und plötzlich, wie, ich bin mit denen auf der Bühne oder hinter der Bühne, das ist ja noch geiler, gell? Und dann habe ich die kennengelernt und ich bin mega heißer geworden. Ich bin so heißer geworden an dem, dass ich am ersten Abend schon kaum noch eine Stimme hatte. Habe den ganzen Samstag nicht gesprochen, dass ich es irgendwie schaffe. Und habe das dann dem Chris, dem Sänger von Ohrenfeind, erzählt. Ja. Und es waren schon überall Leute da, das Festival ging schon los. Und dann sagt er so, ja, aber du, da gibt's so Tabletten, die machen so einen Schleimfilm einfach. Gallery Voice heißen die. Ich habe welche im Auto, soll ich sie dir holen? Und dann geht der Chris von Ohrenfeind, geht extra für mich raus durch die Leute ans Auto, holt mir Gallery Voice, will sie mir geben. Und meine damalige Freundin sieht es und denkt, er will mir irgendwelche Drogen geben und kommt und fegt ihn voll an. Jetzt Chris, was willst du denn da geben? Sehr geil, sehr geil. Cool. Aber mit Gallery Voice machst du nichts falsch. Und natürlich der Moment, wenn der Chris für dich Gallery Voice vorbeibringt. Also, boah. Ich bin selber Fan von denen. Ja. Ich finde den einfach top. Der spielt Bass und singt dann noch. Ja. Genial. Das muss er erst mal schaffen, ja. Bass spielen und singen. Ja. Also, ich kann Bass spielen und ich kann auch nicht wirklich gut singen, aber diese Kombination, das ist dann eigentlich schon der Hammer. Und vor allem, die spielen ja zu dritt und du denkst, da stehen fünf Leute auf der Bühne. Das ist abnormal. Ja. Ja, wow. Aber ordentlich laut und deswegen heißt es ja Ohrenfeind. Ja, genau. Ja. Ja, liebe Grüße an der Stelle an Ohrenfeind. Jawohl, Chris, lass es dir gut gehen. Gab es in deiner Zeit Auftritte, die du mal so richtig verpatzt hast? Oder Situationen, muss ja nicht der ganze Auftritt sein. Boah. Der Cenan hat zum Beispiel erzählt, bei The Voice of Germany Tour ist er am Aufbühne laufen schon mit dem Schuh hängen blieben und erstmal vor allen Leuten auf die Fresse geflogen, so zum Beispiel. Es passieren lustige Sachen, es passieren unmögliche Sachen, klar auch, aber verpatzt, könnte ich mir jetzt wirklich nicht dran erinnern, dass ich was verpatzt hätte. Also, man kennt sich ja in der DJ-Szene aus und gestern war es wieder ein Kollege bei mir und dann haben wir über den anderen Kollegen gesprochen, weil ja jetzt Hochwasser war und dann hatte der 4 Stunden lang keinen Strom. Wo ich dann sage, für solche Sachen habe ich meine Akkubox dabei und dann könnte ich wenigstens diese Zeit retten, wenn ich dann halt in der Zeit mit iPad oder mit dem Handy einfach mit der Box weitermache oder die Leute bei Laune halte. Und der saß dann halt 4 Stunden lang da und hat nichts gemacht. Das wäre von mir jetzt verpatzt. Ja. Obwohl der ja auch nichts dafür kann. Aber die Möglichkeit gibt's und so eine Akkubox hat er sogar zu Hause. Und dann sagt er, nimm's doch mit. Ja, nee, also verpatzt wüsst jetzt leider nichts. Ja, ja. Gab's schwere Phasen, wo man dachte, puh, war das wirklich die richtige Entscheidung, das selbstständig zu machen? Wäre es nicht besser, einfach im Hamsterrad zu bleiben oder blieben zu sein? Ja, und zwar die Phase, die eigentlich mit jedem Jahr gewachsen ist. Mit jedem Jahr, wo du einen Termin annimmst, auch im Jahr voraus oder manchmal auch fast 2 Jahre voraus, hast du einen Termin, wo du weißt, in 2 Jahren hast du diesen Termin und da musst du funktionieren. Du weißt ja nicht, was bis dahin passiert. Du weißt ja nicht, was jetzt morgen passiert. Morgen habe ich eine Hochzeit. Am Samstag bin ich mit der Band unterwegs. Ich muss nachher noch 2 Stunden heimfahren. Du weißt ja nicht, was passieren kann. Und die Angst zu haben, also nicht nur das, was passiert, sondern auch so krank zu werden, dass du den Auftritt nicht machen könntest, ja. Das belastet uns sehr. Und das ist dann mit den Jahren, weil man sich immer denkt, es ist so oft gut gegangen, wann kommt der Zeitpunkt, wo es dann nicht mehr gut geht? Und den hatte ich einmal bei der Check, als am Sonntag meine Stimme weg war. Ich dann gleich, hatte am Montag einen Zahnarzttermin und dann sagt der Zahnarzt, sag, ja, bis Freitag ist das wieder gut. Dann sagt er, Sonny, Und dann hat er mir richtig Angst gemacht. Und dann war ich beim HNO. Und ja, das kriegen wir hin, Zunge raus und einsprühe und komm, dann zahl 18 Euro pro Hauptsache. Die Tage vergingen und am Freitag, Mittag, morgen, ist nicht.
Und ausgerechnet bei uns in Geislingen, also die Band kommt aus Geislingen, ich komme ja aus Donsdorf. Und ausgerechnet dort haben wir gespielt, also Heim, Publikum, geil. Und da konnte ich dann nicht auftreten und dann hatten wir Gott sei Dank Glück, dass wir Ersatz gefunden haben. Boah. Und dann ist der für mich eingesprungen an dem Tag und ich war selber dort, konnte aber nicht reden, geschweige denn singen. Und muss dann zugucken, wie er auf der Bühne oben Gas gibt und das hat richtig wehtan. Boah, aber das muss ja auch erstmal einen finden, der sowas normal singen kann. Es gibt tatsächlich in Deutschland, also zur Not hätten wir den Chris aus Hamburg einfügen lassen, ne? Mit Ohrenfeind, der hätte es dann aus dem FF gemacht. Aber es gibt ja in Deutschland viele, viele ACDC-Coverbands. Du musst halt einen finden, der dann auch die gleichen Songs macht oder nahezu. Dann geht es schon. Also wir hätten zwei zur Auswahl gehabt und der eine war bei Frankfurt oben und der andere vom Bodensee. Also es war dann trotzdem einiges zu fahren zu uns nach Geislingen an der Steige. Aber ja, Gott sei Dank. War dann aber so, nachdem dieser Vorfall mal da war, dass ich nicht konnte, weil ich war ja nicht so krank, dass ne, ja. Ich konnte bloß nicht singen. Aber dass dann der Punkt für mich da war, guck, das Leben geht trotzdem weiter. Und die ewige Angst, die ich davor hatte, auch zwei Tage Singer zu können, Performer zu können. Und immer die Angst, wo da war, war dann danach fast weg. Weil ich gesagt habe, okay, wenn es dann mal so ist, dann ist es halt so. Und dann muss man halt nochmal Satz gucken und die Welt dreht sich weiter. Und ich stehe im Publikum, es kotzt mich hart an und das will ich nie mehr. Und ich war im Publikum und habe dann halt Bilder gemacht von der Band, das war dann auch mal wichtig, dass wir gescheite Bilder haben. Aber und dann schwätzt die ja jeder an. Mhm. Warum stehst du nicht? Ja, das war schon blöd. Oh, krass, okay, ja. Ja, und seither, aber das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Und seither sage ich, oder habe ich mir dann einfach gesagt, ja, wenn es dann so ist, ist so. Mach dir erst dann Gedanken, wenn es dann mal so weit ist. Mach dich nicht vorher fertig und mach dich nicht vorher kaputt deswegen. Und das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ja, geil. Aber dann kam dann vor 2 Jahren dann die zweite Situation, wo es dann tatsächlich so war, da bin ich einfach die Kellertreppe, die letzte Stufe, beide Hände voll gehabt, gehe die Treppe runter, die eigene Kellertreppe, die du kennst, und das Licht geht aus. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Entweder gehst du das Ganze wieder hoch, die Hälfte, oder gehst voll die restliche Hälfte nach unten, weil du kennst ja deine Treppe. Und unter weißt du nämlich, kommt jetzt noch eine Stufe oder kommt sie nicht? Und dann trabst du ins Leere, weil ja alles dunkel, rechts das Handy, links 1000 Zettel. Und irgendwie konnte ich links und rechts nicht, also ich wollte das Handy nicht wegwerfen, aber halt durch das, dass ich krampfhaft versucht habe, mein Handy zu retten, habe ich auch die Papiere gerettet. Und ich bin dann nach vorne gefallen und bin aufs Knie gefallen und dann war der Quadrizeps-Sehne gerissen und dann ging gar nichts mehr. Und das, sowas dauert dann ein halb Jahr, bis du wieder so laufen kannst wie vorher. Also ganz so wie vorher ist nicht mehr, wird es auch nicht mehr, aber... Und dann musst du das Ding ja absagen? Nö, Gott sei Dank nicht. Dann war gerade so eine Phase, wo ich dann 2 oder 3 Wochen nichts war mit der Band. Und dann hatten wir, das war in Bietigheim-Bissingen, wo wir jetzt auch vor kurzem erst wieder gespielt haben an Pfingsten. Da hat dann der Keule ausgeholfen. Auch wieder Jenan, der war auch bei Voice und ist auch unter die erste 10, 12 gekommen. Und der macht auch Musik in einer ACDC-Coverband bei ACID in Mannheim oben. Und er selber ist aus der Pfalz, Landauer Gegend. Und der hat dann in dem Jahr 7 Mal ausgeholfen. Also 23 dann, ja. Okay, wow. Wo kann man euch denn die nächste Zeit sehen? Oder dich als DJ? Als DJ wahrscheinlich am besten in Biberach beim Schützenfest. Das ist ein wunderschönes, großes Zelt. Da passen lässig 1500, 1800 Leute rein. War ich schon 2 Mal, hat riesig Spaß gemacht. Und ich freue mich schon mal aufs nächste Mal wieder. Und ich hoffe, einige, die dann da waren,
freuen sich auch auf mich und auf die Party. Der Jack, da gibt es einen Tourplan auf eurer Homepage, oder? Genau, also der Jack ist auch ganz einfach. Es gibt in Deutschland, glaube ich, 3 oder 4 der Jack. Manche schreiben sich mit J-A-Pfeil-C-K. Wir sind the-jack.de, also wir haben the und den Pfeil mit Jack dran. Manche sagen, die sind's Original, wir haben die Original-Homepage und es gibt's seit 2005. Einfach www.the-jack.de, da sind dann auch viele Bilder drauf, da sind dann die ganzen Termine drauf, auch Zeitungsausschnitte, die wir gesammelt haben ein bisschen. Ach, cool. Und ja, T-Shirts, CDs und was auch immer zu kaufen gibt. Der neueste Trend sind Unterhose, die bedruckt sind. Die sind richtig geil. Ich verlinke es unten in den Shownotes. Auf jeden Fall, der Check, schaut es euch an. Das lohnt sich wirklich. Ja. Wenn ich dich jetzt als DJ buchen will, für eine Hochzeit, für eine Feier, Firmenfeier, Geburtstagsfeier, wie komme ich dann an dich hin? www.djsuni.de. Also wirklich diese 6 Buchstaben. DJ wie DJ, die Sonne, die aufgeht, das bin ich, also S-U-N, Sun, und dann das I wie das iPad oder iPhone oder was auch immer technisch gut funktioniert. Ja, okay. Verlinkt mal auch unten. Sehr gut. Mega. Ich habe ihn einmal erlebt und das war wirklich, ich habe mir gedacht, in einem Puss kann ich keine Party machen. Ich laufe durch die Tür rein und ich war eine Party. Also das war krass. Hat sich wirklich gelohnt, würde ich jederzeit wieder machen. Und wer mich kennt, der weiß, ich stehe nicht unbedingt so auf Partys und unter vielen Leuten sein. Aber das Gefühl war gleich weg und das hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Danke dir für deine ehrliche, offene Geschichte, offenherzige Geschichte vor allem auch. Und ich bin mir sicher, wir haben einige Herzen erreicht. Viel Inspiration war auf jeden Fall dabei. Man sieht, da gehört einfach Mut. Man sieht, wenn man sowas hört, das Leben gibt einem schon irgendwie so den Weg vor, aber es gehört auch Mut dazu, durchzugehen. Und zwar nicht nur in den einfachen Zeiten, sondern auch, wenn es mal krass wird. Und so erkennt man es einfach immer wieder, wenn man eine Lebensgeschichte hört, da gibt es einen roten Faden. Und das macht das Leben umso spannender. Freunde, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. DJ Sunni, danke, dass du da warst. Danke dir für die Einladung und bis demnächst. Ciao. Ciao.